Ein herzliches Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Um was geht's eigentlich in dieser Folge? Es geht in dieser Folge um Clan-Regeln. Jeder Clan hat ja so ein paar kleinere Regeln, die er den Membern so ein bisschen aufwirft. Und ich bin jetzt in den Genuss einiger Regeln mal gekommen. Natürlich nicht mit diesem Account, sondern mit dem Account von Avatar. Damit das Ganze oder diese ganze Diskussion nicht ganz so trocken ist, zeige ich euch einfach nebenbei ein paar wirklich schöne Angriffe aus unserem laufenden Clankrieg. Und erzähle ich euch einfach mal, was mir so ein bisschen widerfahren ist. Wie ihr ja sicherlich wisst, bin ich mit dem Avatar-Account, das heißt also, es ist ein RH9-Account von mir, mit 25er Heldenkombi, immer so ein bisschen im Global unterwegs, um mich irgendwie durchzuschnorren. Aber da ist natürlich ein kleiner Hintergrund hinter, denn ich möchte mit euch einfach immer ein paar CK spielen. Das heißt, ich biete an, dass ich mich unterstützend irgendwo einbringe und ein CK mitspiele, ein nettes Video drehe, ein bisschen Spaß habe und einfach einen schönen CK habe mit euch. Ob das nun einer ist oder zwei ist, das ist mir eigentlich ganz egal. Das entscheide ich so ein bisschen aus dem Bauch raus, je nachdem, wie die Leute drauf sind, wie ich drauf bin. Und ich habe jetzt länger oder ein paar Tage nicht zeigen können von Avatar. Das lag einfach daran, dass ich in zwei Clans gelandet bin, die dann irgendwann natürlich ohne mich gestartet haben. Ich möchte natürlich schon gerne mit, gar keine Frage. Ich möchte nicht nur zugucken, ein schönes Video drehen und sagen, ja, war ja gut und war ja toll, sondern ich möchte gerne mitfighten. Ich möchte gerne mit euch mit Spaß haben. Nur der Spaß wird einem so ein bisschen genommen, wenn ich dann irgendwo anfangen muss, mich zu beweisen. Das heißt, in irgendwelchen Probefights, die ich da machen soll, in Friendly Challenges, wo ich zeigen soll, was ich denn so drauf habe. Und in dem letzten Clan, wo ich jetzt war, da habe ich das ganz einfach gemacht. Da habe ich gesagt, Leute, guckt einfach meine Videos, dann wisst ihr in etwa, wie ich angreife. Ich kann es auch verstehen, wenn man so ein bisschen natürlich suspekt gegenüber mir ist. Da kommt irgend so ein älterer Mann, der möchte einfach ein bisschen Spaß haben, der möchte mit euch ein bisschen clashen und möchte eine Videofolge dann auch noch davon drehen. Davon profitieren irgendwie so ein bisschen beide Seiten, denn es ist ein bisschen kleines bisschen Werbung für den guten Clan. Es ist natürlich auch ein bisschen Werbung für meinen Kanal. Und aber letztendlich steht im Hintergrund eigentlich immer nur der Spielspaß. Wir wollen ja alle nur ein bisschen Spaß haben und wollen dementsprechend uns einfach nur, ich will nicht sagen gern haben, aber man lebt nur einmal und dann möchte ich nicht von irgendwelchen Regeln umgeben werden oder von irgendwelchen Sachen, die da unbedingt gemacht werden müssen. Leute, das ist ein Spiel hier und das bleibt auch weiterhin ein Spiel. Ich bin jetzt derzeit ja in einer Truppe drin. Ich nenne hier ganz bewusst A, keine Namen und B, möchte ich auch niemanden irgendwie angreifen oder so. Das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach nur konstruktive Kritik von mir. In dem Clan spiele ich mit dem Avatar. Ich werde übrigens später den Spieler-Tag einfach mal einblenden. Wenn ihr also Lust habt, mit mir mal ein CK zu spielen mit dem Avatar, dann addet mich einfach als Freund. Ich gucke mal, was ich tun kann. Und oder ihr könnt mich auch hier in den Kommentaren gerne anfragen, ob ich mal mit euch einfach mal ein bisschen mitfighte. Wie gesagt, es ist ein 25, also es ist mit Heldenkombi 25, ist ein RH9-Account, also so eine gute Midrange, kann ein bisschen RH10, kann ein bisschen RH9 und kann aber auch unterstützen. Das heißt, ich bin auch nicht gerade der schlechteste Spender, was solche Sachen angeht. Aber ich bin derzeit in einem Plan, in dem ich natürlich im CK jetzt richtig sauber mitspiele. Habe mich in dem CK auch eigentlich ganz schnell eingelebt. Aber ich habe mir dann einfach mal die Mühe gemacht und habe mir die Clan-Regeln durchgelesen auf einer Webseite. Und muss sagen, wenn ich als Stammspieler bei euch anhören würde, dann würde ich sag mal, in den nächsten Sekunden, nachdem ich das gelesen habe, den Clan wieder den Rücken zukehren, weil das ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, das waren Clan-Regeln. Ich hatte mir das durchgelesen in 10 Paragraphen mit noch ein bisschen Zwischenparagraphen dabei.
und was man da alles machen muss und beachten muss. Da ist wirklich jeder Pups ist da irgendwo abgegrast mit Urlaubsregelungen und was musst du machen, wenn und CA-Regelung, Vize-Regelung. Also Leute, das ich finde einfach, das geht ein bisschen zu weit. Ich weiß, es sollten ein paar Regeln geben, gar keine Frage. Ich bin auch für Regeln. Auch wir bei den True Warriors haben ja Regeln, denen wir unseren Spielern so ein bisschen aufbinden. Allerdings sind sie sehr, sehr einfach gehalten. Und was ich aber derzeit mitmache, wie gesagt, ich möchte da niemanden ankreiden und möchte da auch niemanden irgendwie angreifen oder so. Das sind alles tolle Leute und tolle Clans, wo ich lande. Da sehe ich schon so ein bisschen zu, dass das Gefüge auch passt. Und ich kann auch verstehen, dass man mir nicht sofort vertraut. Wenn ich dann sage, ja Leute, ich bleibe nur einen Krieg oder zwei, möchte gerne eine YouTube-Folge drehen. Und dann wird natürlich erstmal diskutiert und oh Gott, was kommt denn da jetzt? Und dann macht er nur einen mit und nachher greift er womöglich mit Bachi im Clankrieg an. Und dann wird das nur so eine Spaßfolge für den. Nein, ihr könnt mir schon vertrauen. Ich greife schon ganz ordentlich an mit meinem RH9-Account und versuche immer das Beste rauszuholen aus meinen Chars hier, um auch das möglichst Beste dann letztendlich für den Clan, wo ich nur zu Gast bin. Und als Gast, finde ich, präsentiert man sich natürlich immer gut. Also das ist jetzt mein Standpunkt. Ja, ich benehme mich als Gast, ich spende wie blöde, ich mache meine CK-Angriffe wie blöde, unterhalte mich auch gerne, chatte auch gerne, lache gerne, mache auch gerne mal einen Spruch. Das gehört einfach auch mit dazu und so binde ich mich eigentlich ein. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn so ein Clan dann plötzlich sagt, oh, hier unsere Siegesserie von 5, die darf nicht unterbrochen werden, wenn da jetzt einer kommt, der überhaupt nicht angreifen kann. Aber wie gesagt, guckt einfach meine Videos, dann könnt ihr mich in etwa einschätzen, wie ich mit dem RH9-Account angreife. Und ich bespiele ja mehrere RH9-Accounts. Das heißt, ich bin jetzt nicht gerade unerfahren. Ich weiß, Eigenlob stinkt immer so ein bisschen, aber ihr könnt mir schon glauben, dass ich ein bisschen von Clash of Clans, zumindest von den Angriffen, verstehe. Auch wenn ich hier einige Sachen natürlich manchmal nicht verstehe. Zum Beispiel, wie geht die Queen denn da plötzlich und warum macht Gruppe XY das? Aber ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben mit euch und dementsprechend lasst mich ruhig in eure Clans rein, wenn ihr mich auch mal im Global seht. Im Moment bin ich ja in einem Clan. Da mache ich jetzt erstmal einen Krieg mit. Ob so ein zweiter wird, weiß ich noch nicht. Aber ich werde das so ein bisschen weiterverfolgen, das Programm. Das macht mir einfach ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß, sowas von mir zu sehen. Denn immer nur die True Warriors, das wird ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Natürlich machen wir hier tolle Clankriege. Gar keine Frage. Und holen auch hier immer wieder unsere Sterne. Ob das nun 2 oder 3 sind, im oberen Bereich wird es immer schwieriger, 3 Sterne zu holen, aber ich finde im Moment passt das Gefüge bei uns. Die kleinen Clankriege tun uns scheinbar ganz gut. Und um einfach mal auf unsere Regeln hier zurückzukommen, die sind sehr einfach gehalten. Wir haben als allererste Regel keine Spendenregel. Das ist unsere erste Regel. Es gibt hier keine Spendenregel. Die Leute können hier spenden und können nicht spenden. Wenn sie denn nicht spenden, spenden sie halt nicht. Und wenn sie spenden, umso besser. Man levelt mit den Spenden, man unterstützt sie auch mit den Spenden. Und, aber es gibt hier einfach keine Regel. Wer hier neu reinkommt, der kann hier gleich anfangen zu fordern. Der muss auch nicht erst 300 Truppen gespendet haben, bevor ihm erstmalig die Clanbuch befüllt wird oder sowas. Das ist bei uns hier einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns gegenseitig so gut wie es geht unterstützen in allen Belangen. Und ja, vielleicht ist das auch unser kleines Erfolgsrezept, dass unser Clan jetzt schon seit längerem wirklich mit 50 Mitgliedern dauerhaft voll ist. Hier gibt es auch mal einen Abgang und auch mal dann wieder einen Zugang, aber vielleicht helfen kleinere Regeln und einfache Regeln vor allen Dingen viel, viel weiter, als dass ich dort Regeln habe, die erstmal der Clan dann selber teilweise gar nicht einhält, denn wenn man mal ein paar Stunden da ist und mal über diese Clan-Regeln nachdenkt, dann wird man auch relativ schnell feststellen, naja, wer sich da jetzt dran hält, also so richtig interessiert es ja nun keinen. Als zweite Regel haben wir hier möglichst viele Sterne mit 2 Kriegsclan-Angriffen herauszuholen. Ja,
Ja, wir verlangen hier überhaupt keine 3 Sterne oder so, oder hier sind keine 3 Sterne ein Must-Use oder Must-Have. Hier wird einem keinen der Kopf abgerissen. Das ist natürlich ironisch gemeint. Also hier kriegt man schon ein paar nette Sprüche dann an den Kopf, aber das ist alles wirklich Ironie und ist viel Spaß. Und wir sehen das überhaupt nicht eng, denn für uns ist das hier ein Spiel, das ist kein Sport. Wenn wir mal eine Niederlagenserie haben, klar, lassen wir auch einen Kopf hängen. Das gehört ja auch dazu. Im Moment ist unser Kopf ganz oben, denn unsere Serie hier hält gut an. Und hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gesagt, es macht immer mehr Spaß, wenn man gewinnt. Und wenn man dann auch noch dauerhaft gewinnt und sieht, eigentlich schon in DCKs, jo, hat man wieder im Sack oder auch nicht. Und aber das Verlieren gehört auch dazu. Und irgendwann in den nächsten CKs werden wir sicherlich auch mal wieder einen richtig vor die Mütze kriegen. Das soll auch so sein. Man will ja auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und von daher ist das eigentlich hier nach wie vor wirklich eine chillige Geschichte. Aber die Sache mit dem Avatar macht mir wirklich Spaß. Und ich bin in wirklich guten Clans gewesen. Wenn die mich da nicht mitnehmen, weil ich unfähig bin oder sage, nee, hier so ein Probeangriff, das ist mir zu blöde, dann ist das halt so. Da müsst ihr dann leider auch mit leben. Und ich kann das dann auch verstehen. Ich sehe euch das nicht nach oder fläme da rum. Was soll denn der Mist oder sowas? Ich sage dann einfach, ja, ist gut, wenn ihr das nicht wollt, dann ihr wusstet genau, worauf ihr euch einlasst. Ich gebe mich ja sehr früh zu erkennen und sage ganz klar, hört zu, ich würde gern das und das machen. Seid ihr damit einverstanden oder nicht? Und wenn ihr das nicht seid, könnt ihr das gleich sagen. Dann ziehe ich gleich weiter, weil ich will ja auch ein bisschen meinen Spaß haben und will Clankriege spielen. Im Moment levelt der Avatar auch keine Helden. Das wird er sicherlich irgendwann mal machen. Dann bleiben die Folgen vielleicht auch aus. Oder ich gehe einfach mit Thorsten mal ein bisschen auf Reise. Und so läuft das Ganze eigentlich. Also eigentlich ganz gechillt. Ich bin ganz gechillt. Ihr solltet ganz gechillt sein. Wenn ihr mich in den CK mitnehmt, dann könnt ihr sicher sein, dass ich 2 CK-Angriffe mache und das möglichst Beste aus meinem Char irgendwo raushole. Wenn es dann mal nur 1 Stern wird oder es werden nur 2 Sterne, dann dürft ihr mich auch nicht anflamen, so nach dem Motto, Mensch, wir haben jetzt viel, viel mehr erwartet. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bediene dann auch nur die Spiel. Und wie es ist, ist es dann halt so. Ich bin ja auch kein 3-Sterne-Garant mit meinem RH9. Zumal ich mit den hohen Helden immer recht hoch angesiedelt bin. Das heißt, ich muss dann auch schon sehr hoch angreifen. Und das ist dann auch kein Pappenstiel. Nichtsdestotrotz muss ich in diese Folge einfach noch einen Lacher einbauen, muss ich mal eben so sagen. Denn ich habe einen einzigen Angriff hier live mitbekommen. Und zwar war das ein Angriff von Norman. Ich muss den Angriff gerade mal raussuchen. Das kann gerade ein Sekündchen dauern. Das ist hier der erste Angriff. Nein, das war nicht von Norman, sondern das war der zweite Angriff von Hitman. Also, auch wenn mir der Hitman das jetzt hoffentlich nicht nachsieht. Ich habe echt gelacht hier. Das war so ein Angriff. Da habe ich gedacht, Alter, der ist gut, der Angriff. Ja, und dann war er auch sehr knapp. Und am Ende war er so unglücklich, so richtig scheiße unglücklich. Also da kann man sich dann selber, auch als Angreifer, kann man dann über diese Situation einfach nur lachen. Man kann dann nicht mehr sagen, oh Gott, was ist mir da denn jetzt passiert? Ich habe keine 3 Sterne geholt. Sondern man kann dann einfach nur sagen, Mann, das war ja mal ein richtiger Karlauer am Ende. So ein richtiger Ablacher für alle. Aber guckt euch den Kampf selbst an. Er kommt ja also mit seinem RH11-Account richtig gut in die Base rein. Ist mittig mit ganz vielen Bowlern, Heiler leben noch, also eigentlich alles so für so ein RH11 auf so ein RH10, alles gut. Jetzt stirbt allerdings gleich, glaube ich, da oben rechts ist es die Queen. Der Bogenschützenturm ist jetzt doch ein bisschen heftig und setzt der Queen nochmal zu. Das heißt also 1-2 Schüsse jetzt vom Minenwerfer und von dem Magierturm werden der Queen dann gleich den Rest geben, das ist einfach so, da sie ja jetzt schon gezündet ist, aber er hat jetzt noch einen Bogen übrig, hat noch ein paar Bowler in Heilung und das sind eigentlich noch richtig viele Bowler, also das ist ja jetzt nicht so,
dass das nur so zwei Bowler sind, die sich damit so ein paar Heilern durchquälen, sondern das ist schon noch so eine richtige Masse und es ist ja auch noch Zeit ohne Ende. Das kam noch dazu, also der Angriff hier war jetzt nicht genau auf Null und die letzte Truppe war tot, sondern es war noch Zeit und an der Stelle hier habe ich eigentlich gedacht, jo, Mensch, das sieht gut aus, das werden 3 Sterne hier und dann passiert es, ihr seht selber, erste Sprungfalle. Ja, ich verrate mal jetzt noch nicht so viel mehr, aber wie gesagt, ich habe hier auch gelegen und habe gesagt, Mann, Alter, so eine Scheiße, das ist ja echt bitter. Na, da machst du hier so einen guten Angriff und auf der letzten Rille hier schaffst du sogar noch, da, zweite Sprungfalle. Oh Mann, da hat's ihn jetzt echt mal richtig erwischt und eigentlich habe ich hier gedacht, naja, der eine Bowler, oh doch, der hält mit den vielen Heilern jetzt nämlich, schafft die Kanone es nicht, den Bowler hier alleine kaputt zu schießen. Und der Bowler, dumm, macht dann auch noch das Kanönchen und macht auch sogar noch den Magierturm dahinter. Das, jawohl, da ist der Magierturm weg und jetzt nur noch das Lager und es waren bestimmt noch 30 Sekunden Zeit oder so. Boah, ist das krass, Leute, oder was? Noch eine Sprungfalle und der letzte Bowler war da weg. Ich habe hier echt gelegen und habe gedacht, oh Gott, in der Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Aber sowas hier dann natürlich live zu sehen und eben mal mitzukriegen und man kann darüber lachen, man kann darüber weinen, aber ich denke mal, das ist ein toller Angriff gewesen und jeder weiß eigentlich, Mann, das sind 100% und dann kommen hier 3 Sprungfallen am Ende, die alle nochmal auslösen und die hier die letzten Bowler weghauen. Also das muss ich sagen, war echt eine klasse Sache. Ich denke, in dem CK hier brennt aber nichts mehr an. Auch der ist sehr dominant von uns geführt worden, 15-15, also auch nicht so groß. Scheinbar tun uns die kleinen CKs zwischendurch ganz gut. Der Freitags-CK kommt immer näher und ich bin dann auch wieder mit meinen RH9-Accounts dabei, mit Thorsten. Ja, ich muss die Jungs einfach mal wieder unterstützen hier und ich muss ja auch selber mal mit beiden Helden so ein bisschen anfangen, richtig zu üben, denn ich bin ja dauerhaft dabei, das Pärchen hier hochzubringen. Das heißt also, wenn man überlegt, ich bin mit 30 hochgegangen, 10 Level die Queen und jetzt schon 5 Level der King. Das sind 15 Wochen, wo ich hier nicht anständige CKs mitspiele, sondern immer nur ab und zu mal sonntags 2 Angriffe mache und dann sofort wieder einen Helden weglege. Aber so ist hier meine kleine Thorsten-Mission, wo ich das gnadenlos durchziehe, dass hier die Helden erstmal Max sind. Und ich mich um den Rest der Base kümmern kann. Deswegen mache ich auch im Moment das, was man machen muss, nämlich farmen. Ihr seht das hier, mein Lock sieht auch eigentlich ganz anständig aus. Ich hole hier ordentlich Dunkles, ich hole hier ordentlich Gold und Elex rein. Hab jetzt auch, ich meine, ich habe 2 Mauern mittlerweile wieder gemacht. Das ist ja auch kein Pappenstiel, denn meine Armee mit den Riesen kostet ja auch immer so ein bisschen Elex. Und wenn ich sage, ich mache mit Elex meine Mauern, dann muss natürlich auch immer ein bisschen Elex überbleiben. Das heißt, ich werde heute Abend, denke ich mal, wieder 2 Mauern fertig haben. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit mir und auch mit dem Avatar so weitergeht. Also wie gesagt, ich biete euch das gerne an. Ich kämpfe gerne mit euch. Und wenn ihr da auch so viel Spaß dran habt wie ich, dann meldet euch in den Kommentaren, meldet euch per E-Mail oder in-game oder per Freundschaftsanfrage. Da habe ich jetzt auch schon einige von einigen Leuten bekommen, die das wohl mitbekommen haben. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, dann abonniert meinen Kanal, verpasst kein Video mehr von mir. Und wir sehen uns ganz sicher in neuen Folgen, wenn der Tote wieder clasht. Bye-bye.